Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich nicht alleine, ich habe Doreen bei mir. Hallo! Hallöchen! Vielen Dank, dass du heute bei meinem Video mit dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Also ich bin Doreen, ich bin 21 Jahre und komme aus Köln. Und ja, hier studiere ich und bin auch Content Creator. Meine Hauptplattform ist eigentlich TikTok, aber ich bin jetzt auch wieder back auf YouTube. Deswegen freue ich mich jetzt riesig mit Caro ein cooles YouTube-Video zu drehen. Heute versuchen wir anhand von Pinterest Moodboards Serien zu erkennen. Das heißt, wir kriegen Bild für Bild angezeigt und dann müssen wir raten, ja, was das für eine Serie sein könnte. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go. Okay, Bild Nummer 1. Ein dunkler Wald. Es ist sehr mysteriös. Ich würde halt direkt, wenn ich das sehe, eigentlich direkt an Vampire Diaries denken. Na gut, ich denke halt bei dunkler Wälder immer direkt an Dark. Aber ich denke halt auch an Vampire Diaries. Bei Vampire Diaries fängt ja auch gefühlt jede Folge erstmal im dunklen Wald an. Die ersten Folgen fangen immer an mit diesem Nebel, der so durch den Wald geht und so. Ich weiß halt nicht, ob Doreen Dark geguckt hat, ne? Ich logge jetzt einfach mal Vampire Diaries ein. Ich logge Vampire Diaries an. Ich fühle es ein bisschen. Ich fühle Vampire Diaries, also. Okay, Bild Nummer 2. Ich bin gespannt, was da jetzt kommt. Oh ja, ist das So Blut. Es sieht aus wie so ein Labor. Ich will mich nicht blamieren. Ist das... Es könnte Blut sein. Ich muss mal näher gucken. Ist es ein bisschen zu pink für Blut? Ist es Blut, oder? Dann ist es safe Vampire Diaries. Ich würde nochmal Vampire Diaries sagen. Ich würde weiterhin auch hier sagen Vampire Diaries. Ich logge Vampire Diaries ein. Okay, das dritte Bild. Eieieiei. Was ist denn das? Eine Landkarte? Hä? Meine Augen sind halt so schlecht, deswegen muss ich halt so richtig gucken. Was ist das? Das ist ein Spielbrett, ne? Eine Landkarte? Ich verstehe das nicht. Also ich würde halt auch ein bisschen an Game of Thrones jetzt denken. Das ist viel schwerer, als ich dachte. Also ich muss ja sagen, das Bild verunsichert mich ein bisschen. Wie könnte diese Verbindung zu Vampire Diaries stehen bei diesem Bild? Ich sag jetzt mal Game of Thrones. Macht das Sinn? Ist es vielleicht doch gar nicht Vampire Diaries? Ich nehme jetzt trotzdem Vampire Diaries, weil ich bin überfordert. Bild Nummer 4. Hä? Ich denke halt direkt an Tote Mädchen lügen nicht wegen der Kassette jetzt. Also Kassetten sind halt eigentlich immer Tote Mädchen lügen nicht. Dann sage ich jetzt einfach Tote Mädchen lügen nicht. Oder alt? Oh, es ist Stranger Things. Nein. Okay, ich logge Stranger Things ein. Ach, Stranger Things, yes. Nein, das Stranger ist Things Peinlich, ist das meine Lieblingsserie und ich habe die nicht. Oh nein. Ich bin hier mit der Einstellung reingegangen, Stranger Things werde ich auf jeden Fall erkennen. Und dann kommt es als erstes und ich erkenne es nicht. Oh Mann, oh no, okay. Aber es war so schwer. Ja, okay. Es war richtig schwer. Okay, nächste Runde. Da wird es besser. Yes. Okay, wir machen weiter mit Runde Nummer 2, also Serie Nummer 2. Okay, halt, ein Vollmond. Ich denke halt wieder an Vampire Diaries. Vielleicht sonst wieder? Vampire Diaries ist halt wieder so dieser Vibe, dieser dunkle, düstere Vibe. Oder Teen Wolf, Shadowhunters. Weit hergegriffen, weil es da nicht nur um Werwölfe geht, aber ich kann jetzt nicht schon wieder Vampire Diaries einloggen, oder? Ich logge jetzt nochmal Vampire Diaries ein. Ich würde es trotzdem mal probieren. Ich sage Vampire Diaries, komm. Bild Nummer 2. Ja, das schreit für mich nach Vampire Diaries. Ist das jetzt Blut? Ich kann jetzt nicht schon wieder die ganze Zeit Vampire Diaries sagen. Ich sag auch nochmal Vampire Diaries. Ich logge wieder Vampire Diaries ein. Bild Nummer 3. Ja, komm, das sind Fledermäuse. Also, ich glaube, ich habe zwar bei Vampire Diaries noch nie irgendwie Fledermäuse gesehen. Ja, das sind doch hier Dings. Bats, ne? Fledermäuse. Das Fledermäuse in Shadowhunters. Ich würde jetzt mal Shadowhunters einloggen. Falls es nämlich Shadowhunters ist, würde ich dafür nämlich einen Punkt kriegen. Und sonst, wenn es jetzt gleich offensichtlich Vampire Diaries ist, dann würde ich nochmal Vampire Diaries einloggen. Und wenn Doreen halt nur Vampire Diaries eingeloggt hat, dann hätten wir danach immerhin Gleichstand, weil ich eben schon einen Punkt geholt habe. Deswegen Shadowhunters. Ja, ich logge wieder Vampire Diaries ein. Bild Nummer 4. Ich meine, es ist ein Schatten, ne? Das muss Vampire Diaries sein, jetzt mal Real Talk. Han, ich kann nicht mehr. Entweder das ist Vampire Diaries oder Teen Wolf. Soll ich einfach Teen Wolf sagen? Ich logge Shadowhunters ein. Okay, ich sag Teen Wolf. Oh, Shadowhunters! Nee, stopp! Weil am Ende nur noch ein Schatten war, war ich so, als ob das jetzt für Shadowhunters steht. Ich hatte Teen Wolf noch in meinem Kopf. Ich weiß zwar nicht, was da vorging, aber ich dachte irgendwie so, keine Ahnung, ob das vielleicht Sinn macht. Genau! Quiz, Runde Nummer 3. Okay, Lagerfeuer. Lagerfeuer im Wald. Ah! Ha! Okay. Feuer, 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 Feuer. Vielleicht Outer Banks? Feuer. Wird so von der Stimmung passen, draußen, Natur. Überleben in der Wildnis, keine Ahnung. Es muss irgendwas mit Feuer zu tun haben. Würde ich jetzt einloggen, ja. Boah, ich habe gar keine Ahnung. Ich sag einfach The 100. Okay, weiter geht's mit Bild Nummer 2.
Eine Scheune. Und zwar denke ich an Walking Dead. Wieso Feuer? Outer Banks, passt es noch? Die müssen ja auch ums Überleben kämpfen. Und ich kenne diese Scheunenszene. Wie gesagt, ich habe nichts von Walking Dead geguckt, bis auf so die ersten paar Folgen oder so. Ich logge jetzt einfach wieder Outer Banks ein, weil keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Yeah. Ich sag Walking Dead. Das ist mein erster Instinkt. Ich würde Walking Dead einloggen. Okay, Bild Nummer 3. Ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall bei Walking Dead bleiben, weil das erinnert mich sehr an diesen kleinen Jungen, der diesen Cowboy-Hut anhat. Den Sohn von irgendwem. Ich weiß nicht mehr genau. Ist es ein Cowboy? Keine Ahnung. Das ist schon so ein Vibe, so Sonnenuntergang. Ja. Ich log ein. Walking Dead. Ich würde halt trotzdem einfach wieder Outer Banks sagen. Bild Nummer 4. Boah, schreit halt eher so nach Horror. Ja, yo. Zombies. Ich weiß halt leider nicht so richtig, was bei Outer Banks passiert. Also würde ich sagen, ich bleib bei Walking Dead. Oder ist es... Fingers crossed. Die Zombie-Serie. Wie heißt die nochmal? Breaking Bad. Oh. Breaking Bad? The Walking Dead. The Walking Dead. Okay, ich logge jetzt The Walking Dead ein. The Walking Dead. Oh. The Walking Dead. Walking Dead, yes. Ja, ab dem zweiten Mal habe ich es eingeloggt. Ich habe da auch nur die erste Folge von The Walking Dead. Ich habe auch nur, ich glaube, den Anfang geguckt und irgendwie diese eine Szene mit der Scheune, die ist mir so in Erinnerung geblieben. Deswegen habe ich direkt mit dieser Scheune... Genau, da war ich dann auch so ein bisschen so... Oh. Bild Nummer 1, Serie 4. Okay, Uni. Aha. Uni. Irgendwie kam mir direkt so Pretty Little Liars in den Kopf, aber dann ist mir... Nee, die sind ja noch in der... Wir sind auch in der Highschool, ne? Was spielt denn alles in Schulen? Gibt es halt so viel, ne? Gossip Girl, Vampire Diaries. The Order, was ich gerade erst in meinem Video erwähnt habe, von Serien, die ich nicht gut finde. Tote Mädchen lügen nicht. Ich würde aber, weil es so ein Saal ist mit so Stühlen nach oben, einfach mal auf How to Get Away with Murder eingehen. Logge ich ein. Ich logge Gossip Girl ein, macht wahrscheinlich gar keinen Sinn. Bild Nummer 2. Hola. Spanische Serie. Oh nein, das ist auf jeden Fall kein Gossip Girl mehr, ne? Elite. Das ist Elite. Ich kenne halt nur Haus des Geldes und Elite, ne? Das ist eine spanische Serie. Die spielt in der Schule. Aber der Professor! Oh mein Gott, es ist, glaube ich, eher Haus des Geldes und nicht Elite, weil... Oh. Ja, ich log's ein. Ich sag Haus des Geldes. Okay, Bild Nummer 3. Bank, Noten, Druckerei. Dann ist es Haus des Geldes. Ich log nochmal Haus des Geldes ein. Und die Uni? Weil das ja... Okay, es macht auf einmal macht alles Sinn. Okay, das erste ist halt wegen dem Professor wahrscheinlich. Dann Ola Spanisch und Geld drucken. Okay, es ist safe Haus des Geldes. Ja, es ist Haus des Geldes. Das glaube ich jetzt ein. Bild Nummer 4. Ja, okay. Obvious jetzt. Ja, jo. Das ist safe Haus des Geldes. Das logge ich direkt ein. Aber das war richtig cool. Haus des Geldes, komm, bleib ich bei. Haus des Geldes! Haus des Geldes! Juhu. Oh mein Gott, irgendwann hat es richtig Klick in meinem Kopf gemacht. Dann hat so alles in mir ergeben. Serie Nummer 5. Es rattert in meinem Kopf gewaltig. Aber kein Ergebnis kommt raus. Das wäre ja wieder zu offensichtlich, wenn das sowas wie Brooklyn Nine-Nine wäre oder so. Es ist ja... weiter weg sein, also... Ich bin maximal überfordert, deswegen... Ich denke in diesem Moment dann an zwei Sachen, und zwar Riverdale. Ich sag jetzt Outer Banks, weil... Und Pretty Little Liars, weil Allison verschwindet. Ich erinnere mich halt nur an eine Szene, wo die halt an so abgesperrten Dingern irgendwie vorbeirennen. Ich glaube Riverdale rein. Bild Nummer 2. Okay, das schreit für mich nach Tote Mädchen lügen nicht. Schule. Es kann immer noch Riverdale oder Pretty Little Liars sein. Ich sag einfach, ich logge jetzt Tote Mädchen lügen nicht ein. Ja. Ich bleib bei Riverdale. Ich logge Riverdale ein. Bild Nummer 3. Rote Farbe. Ich hätte halt jetzt direkt an Pretty Little Liars gedacht, weil es eher dieses Pretty und sich so fertig machen und so ist. Es sind halt so Make-up-Produkte. Nagellack und so ein Make-up-Pinsel. Aber in Riverdale gibt es halt Cheryl Blossom, die immer rote Sachen trägt. Wenn ich auf dieses Board gucke, sieht es nach Tote Mädchen lügen nicht aus. Ich spüre das. Ich würde jetzt Pretty Little Liars einloggen. Ich verstehe irgendwie zwar nicht so richtig, was das erste auf sich hat. Ich sag's einfach wieder, Tote Mädchen lügen nicht. Safe falsch. Bild Nummer 4. Ach nee, oder? Ach man, natürlich. Ja, dann ist es jetzt Pretty Little Liars. Toll. Es ist doch Pretty Little Liars. Oh mein Gott, ich war richtig auf der anderen Fährte. Ja, ich sag's, es ist Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, juhu! Yes! Hammer. 11 zu 4. Ich würde sagen, erfolgreich
versagt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr in dieser Runde abgeschnitten habt. Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. So, wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf Serien-Content habt, dann könnt ihr gerne auch auf meinem Kanal vorbeischauen. Da haben Caro und ich nämlich auch noch ein sehr cooles Video gedreht. Caro hat mir nämlich die Challenge gestellt, verschiedene Seriencharaktere darzustellen, und es ist sehr witzig geworden. Also schaut auch gerne da vorbei. Vielen Dank, Doreen, dass du heute mit dabei warst. Ja, danke für die Einladung nochmal. War richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht. Wenn ihr zu dem Video kommen wollt, klickt einfach hier oben, da kommt ihr direkt zu Doreens Kanal und zu dem Video, das wir gemeinsam gedreht haben. Und hier unten kommt ihr zum Harry Potter Quiz mit Max Felder, dem Synchronsprecher von Ron Weasley. Schaut dort sehr gerne mal vorbei. Dankeschön fürs Zusehen, ich hab euch lieb und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!